So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2. Und heute geht's gegen M3 GTR, dem Most Wanted Wagen, dem letzten und damit auch dem letzten Part, ja, ich sage jetzt mal vorübergehend letzter Part. Man weiß ja nie, was noch kommen wird, was sich EA noch einfallen lässt, um noch zusätzlich Geld in ihre Taschen zu scheffeln. Aber ich nehme mal an, es wird nicht mehr viel für dieses Spiel kommen. Ich nehme an, da wird jetzt demnächst... Wird wahrscheinlich. Also, ist sicher ist es natürlich nicht, klar. Aber ich gehe mal davon aus, da könnte eventuell ein neuer Teil rauskommen. EA lässt da ja nun mal nie ewig lang auf sich warten, wenn man so mal die Need for Speed Serie betrachtet. Ich sage mal, Anfang 1991 bis heute sind, wie viele Jahre sind denn das? Ich bin jetzt 20, falls ihr es wissen wollt. Sagen wir, es sind 21 Jahre. In 21 Jahren sind es jetzt halt mittlerweile 16 oder 17 Teile. Und das ist doch schon einiges. Also, und ich denke mal an, zur Zeit kommt da nicht mehr viel Neues. Da sonst hat es wahrscheinlich ein wenig länger gedauert mit den Sachen alles, also zum Beispiel die Sachen zu erfinden, in Anführungszeichen. Uff. Und das wird jetzt halt wahrscheinlich nichts mehr bahnbrechend Neues kommen, nehme ich an. Ist nur eine Vermutung, eine reine Spekulation. Toll, wer hätte ich in den... Ah, fuck. Warum müssen da jetzt noch die Cops kommen? Wären wir da gestartet, wären wir schon lange an unserem Rennen und hätten es schon lange gemacht, aber nee. Boah, ich krieg schon wieder gerade dermaßen den Hass auf diese Scheiße. Das glaubt ihr gar nicht, Leute. Vom, der hängt an mir wieder dran. Ich gebe Vollgas Nitro, hau alles raus, was ich habe. Und der hängt an mir dran, als würde ich hier rückwärts fahren. Das ist so unlogisch, so elendig unlogisch. Puh, Gott. So, M3 GTR, schauen wir mal, wie wir gegen den abschneiden werden. Er soll anscheinend saumäßig schwer sein. Besiege den BMW ME GTR. So ungewohnt, mein Handy-Akku ist leer und ich kann jetzt meinen scheiß Stoppuhr nicht anhaben, aber jetzt bin ich... Pst, oder bin ich ruhig? Nee, ich bin nicht ruhig, glaube ich. Das war ja mal ein richtig langweiliges Intro, aber okay. Schauen wir mal, was der so zu bieten hat, aber der geht ja ab wie... Ab wie Harry geht er. Nein, ich geh in die Wand. Die Rennen sind so kurz, 3 Kilometer. Ja, sogar die Cops. Leck mich, du Hurens. Entschuldigung. Ja, das Intro, das kannst du ja sowas von sparen, das zweite Mal. Schau mal, von wo die kommen, ey. Takedown. Typisches BMW Audi Duell, hä? Fuck, was war das?
könnte gerade kotzen, Leute. So habt ihr mich noch nie erlebt, hä? Ja, aber sowas, das gibt's ja gar nicht, wie es mich sowas anpisst. Und natürlich, wenn ich ein bisschen gerade geladen bin, dann kann ich auch fahren wie der erste Mensch. Schön, der Kopf hängt wieder an mir dran. Boom, geschafft. Gott sei Dank. Also es war jetzt nicht sonderlich schwer, also es war jetzt, ja gut, es war okay. Keine Ahnung, warum da manche Leute so Probleme von euch haben. Ich verstehe es ehrlich gesagt echt nicht. Gut, jetzt gibt er aber gescheit Gas. Tja, aber nicht mit mir, nicht mit mir. Dab, 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 dab. Schön, damit haben wir den Wagen, ein BMW. M3. Ne, Hughes Park. Geh mal dahin. Och Gott, wie hässlich. Moody, komm, Lackierung. Komm, jetzt geht es weg an der Seite. Hässlich. 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 Schön. Boah. Hat den Motor aus. Und jetzt halt anlassen. Boah. Boah, der geht hart ab. Der geht wirklich hart ab. Wow, nice. High Stakes. Langes Getriebe und verstärktes Chassis. Ach, übrigens, falls es euch interessiert, an der Stelle, wo jetzt halt im Moment, also Dienstag, Donnerstag, Samstag, wo Need for Speed kommt, wird mit aller Voraussicht und Wahrscheinlichkeit Bioshock Infinite kommen. Wenn wir damit, wenn der Part vorbei ist. Falls es euch interessiert. Also, ich habe es mir mal so gedacht und ich werde es wahrscheinlich auch so umsetzen. Ich hätte es eventuell heute schon fast alles geändert. Wieder. Und zwar, dass ich noch eine dritte Leiste im Allgemeinen zu Dingster hinzufüge. Scheiß Fotzen. Entschuldigung, dass ich so beleidigend bin, aber boah, nee. Sowas geht ja mal gar nicht. Boah. Dass die so aggressiv sind, hätte ich jetzt wirklich
nicht gedacht. Ich darf sie nicht crashen, ne? Wie sie einfach die Zivilautos aufhalten? Aber ich muss sagen, der fährt sich astrein. Also wirklich richtig schön angenehm. Lambo kommt, aber da hat er doch auch keine Chance mehr. Langes Getriebe und verstecktes Chassis gewonnen. Gut, so. Puh. Anstrengend heute. Anstrengend, wirklich. Anstrengend. Aktivieren und aktivieren. So. Get to Kelhan. Kellen. Kelhan. Kelhan, ja. Leichtbau Chassis und rein. Reifen. Sorry Leute für diese paar letzten Parts, wo ich ein bisschen gestresst war, aber manche Sachen in dem Spiel gehen mir immer noch dermaßen auf die Nüsse. Auch wenn es teilweise nicht an dem Spiel liegt, sondern an mir. Muss ich ja zugeben, ich fahre auch manchmal echt beschissen. Na, vielleicht nicht unbedingt beschissen, aber... Boah. Sowas. Da kann ich nichts... Ich kann teilweise was dafür, aber ja. Aber trotzdem... Also, dass er dann so einer unsichtbaren Wand hängen bleibt und dir das ganze Auto verreißt, sowas kürze ich einfach nicht. In der heutigen Zeit, da kannst du solche Fehler, kannst du beheben, ne? Beziehungsweise erst gar nicht reinbringen. Aha, warum komme ich an den nicht dran? Wenn ich fragen darf. Mann, noch nicht. Das Auto ist doch saumäßig schnell, also ich weiß gar nicht. Da, der andere hat sich schon verabschiedet, der ist da hochgefahren, auch gut. Das muss ich lassen, ich darf den ja nicht die ganze Zeit hinten drauf rumbeln. Kostet Zeit ohne Ende. Und wie sagt man so schön, Zeit ist Geld und Geld haben wir kann's. Der da vorne, der regt mich jetzt auf. Verabschiede dich jetzt halt bitte. Hey. Der fährt da vorne, als wäre es das leichteste überhaupt. Ah, jetzt kommt noch der Ford dazu.
Gott sei Dank, ey, jetzt haben wir das Ding doch noch gewonnen. Puh. Das war jetzt anstrengend, das war mittel. Alter Schwede. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so schwer wird. Rennreifen. Okay, das Ding hier ist mir neu. Dieses Dice-Schild. Aha. Okay, klasse. Okay, dann kommst du hier raus. 6 Kilometer. 7 Kilometer. Keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, wie lang der Part ist, Leute, das kann ich euch nicht sagen, weil, wie gesagt, mein Handy ist der Akku leer und mein Ladekabel funktioniert im Moment nicht und ich habe keine Lust, das zu probieren. Also, ach fuck, was habe ich jetzt gemacht? Karte. Ja. Ja, bitte. Jetzt lenkt er wirklich komplett anders als gerade noch mit Serienreifen. Was wir jetzt hier in letzter Zeit vorbeikommen sind. Boah, perfekt, oder? Eine blöde Radarkamera fehlt uns noch. Wenn wir mal wüssten, wo die ist. Wow. Wir sind ja wirklich schon lange, wir spielen so seit über 30 Stunden, ne? Aber haben diese eine blöde Radarkamera bis heute noch nicht gefunden, ne? Shepherds, ne, Shepherds nicht. Aber jetzt auch nicht. Nein, nein, nein. Wie peinlich. Ah, das ist wieder so unnötig, ist in die Wolken rumgeschaukelbild. Na, breche ich ab. Oh, davon aber schicke kann mit. Zwei Runden, okay. Ach du liebe Zeit, so rum bin ich ja da noch nie gefahren. Andersrum ja, so rum noch nie. Boah, wenn ihr wüsstet, wie geringfügig ich den Controller bewege, ey.
Und so die Lenkung ist krass und mich juckt jetzt gerade voll an der Nase. Scheiße. Nein. Kratzen, kratzen, kratzen. So. Nein! Mann! Jetzt sind wir gleich wieder so beschissen rausgelassen, oder? Okay, es ging sogar. Ja. Es ging sogar. Da kommen wir nicht mehr ran, das kannst du vergessen. Weil man auch das und. Fucking Scheiße, ohne Witz. Ja! Ha! Gott, Entschuldigung, dass ich das Herz gerade schief vom Kopf blasen habe. Boah, geil. Boah, ja, ist das nah. Glück gehabt, ey. Ich hab's echt nicht für möglich gehalten. Aber gut, dass wir es nicht abbrochen haben. Wäre mal ein Nitro oder so, ein langes Getriebe oder sowas, wäre mal recht vorteilhaft. Lächerlich. Bin voll auf der Bremse. Und es juckt das Auto aber nicht. Das will kaputt gehen und dann geht es auch kaputt. Ah, langes Getriebe Pro. Rammen brauchen wir nicht. Drift Attack, okay. 2.500. Boah, ich sollte mal meinen Popschutz wieder vors Mikro setzen, der ist runtergefallen. Oh Gott. Das kann ja was werden. Hallo. Sag mal, das Auto will doch mich verarschen. Warum driftet der denn nicht? Ey, da kannst du die Höllendrifts ziehen. Ich start's nochmal neu. Ich weiß nicht, ob ich immer mit Handbremse driften soll oder lieber ohne. Keine Ahnung.
Das ist mein Problem. Jetzt dreht's mich. Also das ist mir ja auch noch nie passiert, dass mich gedreht hat, sage ich mal. Ja, lad halt. So. Also, dass mich das gedreht hat, ist mir wirklich noch nicht passiert. ...330 Punkte. Jetzt dreht's mich schon wieder. Dich ja mal Bronze schaffen wir wahrscheinlich. Das Auto driftet sich so scheiße. Jetzt ganz ruhig, Buh, ich drin mal schon was. Stunden später. Also warum sich das Auto nicht driften lässt, keine Ahnung. Das ging ja vorhin während im normalen Rennen auch eigentlich immer relativ gut, aber so, das ist immer voll die Scheiße. Ich kann da eigentlich das ist nicht normal. Wisst ihr was? Du kannst mich mal. Zehn Kilometer. Schau mal, wie das Driften plötzlich geht. Aber in dem Rennen da geht's nicht. Das ist doch ein Beschiss, ist doch das. Dann holen wir uns jetzt nämlich da mal die Driftreifen ab. Boah. Gut, es gibt Autos, die driften sich wirklich schöner, aber... Halt die Fresse bloß, so bin ich.
So. Das wird jetzt auch ein Spaß, ey. Müssen wir das schaffen, ne? Aber immerhin die Punkte geholt, das ist die Hauptsache. Fuck. Keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Lalalala, ich hab die Zeit. Ach, da ist nochmal. Zweiter Außen. Ich habe keine Zeit für sowas, Freunde. Wie viele Punkte? Ah, ich hab's geschafft. ...2400 sogar. Einwandfrei. So, wenn wir jetzt dieses verschissene Driften noch plötzlich auf die Reihe kriegen, dann bin ich zufrieden. Und dann kann ich wirklich mit gutem Gewissen das Projekt vorerst wieder mal abschließen. Aber so, das schafft Willi nicht. Also, im letzten Part, mit dem letzten Auto nicht alles auf Gold zu haben, ist schon peinlich. Na, wird nicht besser. Okay, geschafft. Gott sei Dank. Nee, Gott nicht, aber... Ist voll versaut, aber wurscht. Gut, 3170 Speedpoints. Ja. War was anderes, aber egal. So, Freunde, keine Ahnung, wie lang der Partyzeit ist. Die Hälfte von euch hat eh schon weggeschalten, wie ich jetzt mal vermute. Und zwar stellen wir uns jetzt erstmal hier schön über Bugatti. Schönes Bild. So, und damit verabschiede ich mich jetzt halt von euch und damit auch von Need for Speed Most Wanted 2. Wie gesagt, ab übermorgen geht's dann an dieser Stelle hier mit Bioshock weiter.
Und ja, ihr könnt ja mal schauen, wie ihr dazu die DLCs fandet, ob ihr es ja auch euch gekauft habt, ob ihr es fandet, dass wir es, oder wie ihr fandet, dass wir es gespielt haben und so weiter. Könnt ihr mal wieder wegen Feedback geben, wäre schön. Und ja, ich danke euch recht herzlich fürs Unterstützen. Daumen hoch, Daumen runter, Kommentare und sonstiges. Danke dafür. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Feedback zum Spiel habe ich schon gegeben. Und ja, wie gesagt, wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen, ich bin's. Euer Flashy. Bis bald. Ciao.